So, Boys, wir sind in dem elitärsten Spiel aller Zeiten. Pokémon-Sammelkartenspiel online. Let's go, Boys. Ja. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was sich so alles geändert hat. Wahrscheinlich alles. Ich meine, ich habe das Spiel zuletzt vor 4 Monaten für 2 Wochen gespielt. Aber ich habe es damals ziemlich gesuchtet. Insofern mal gucken. Wir haben kein Geld. Let's go. Ja, Junge, wir können erstmal direkt eine Raritätentruhe öffnen. Mit 5 Poke. Und oh! Junge! Tromburg Turbo! Die Karte werde ich niemals spielen. Wunderschön. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock, ein Deck zu erstellen. Ich gucke einfach mal, was mein Ich vor ein paar Monaten für eine kranke Scheiße sich ausgedacht hat. Oh, nice, Junge. Glaziola EX. Wunde Stelle. Alter, Junge. Main. Krasse Karte oder so. Da sind natürlich wieder die besten Namen. Ich glaube, wir nehmen das hier. Weil das Deck hat ein Sternchen, das heißt, es kann nur gut sein. Was für einen Modus haben wir jetzt eigentlich ausgewählt? Alter, wir sind auf einer Siegesserie. Das muss ja wohl ein Elfmeter sein. Wieso habe ich eigentlich keinen Ton? Was ist denn hier los? Einstellung. Audio. Das ist der Shit-Boys. Ja, natürlich möchte ich anfangen. Vielleicht will ich doch das EX Tromburg haben. Ich meine, scheinbar spiele ich Tromburg. Ansonsten würde ich wahrscheinlich nicht Paragoni suchen. Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Spielprinzip vertraut seid. Sehr wahrscheinlich nicht, würde ich mal vermuten. Es funktioniert ungefähr so. Am Anfang wird so lange neu gemischt, bis man einen Basis-Pokémon hat. Also Basis steht oben links in der Ecke von dem Pokémon. Also hier. Und dann werden halt beide Basis-Pokémon einfach nach vorne gelegt. Man kann Angriffe ausführen. Also der erste kann logischerweise nichts machen, also keine Fähigkeit benutzen. Der zweite, also ab Runde 2, also ab da, wo der zweite dran ist, kann man seine Angriffe und sowas verwenden. Es gibt Unterstützerkarten als Trainerkarten und es gibt Itemkarten und noch irgendwas anderes. So andere Gegenstände, Karten, egal. Und du musst, um die Moves auszuführen, immer Energiekarten in Höhe von dieser Anzahl angelegt haben. Und du kannst nur einmal pro Runde Energiekarten anlegen. Also scheißegal, ob das jetzt spezielle Energien sind, wie die hier zum Beispiel, die halt zwei beliebige Energien, also doppelt farblos meine ich, liefert. Oder ob es halt so eine Energiekarte ist. Ja. Ich mache dann mal die krasse Entwicklung. Oder kann ich das zurücknehmen? Kartenanzeige. Das war jetzt nicht so intelligent. Ich dachte, er bräuchte nur 2 Energien, dann hätte ich jetzt schon was anderes angelegt. Wobei, ich kann auch nächste Runde einfach eine Doppelfarblos anlegen, insofern. So, was kann der denn? Solange dieses Pokémon. Also, das hier ist quasi die passive Fähigkeit, das O. Das haben ein paar Pokémon, meistens nur Entwicklungs-Pokémon oder sowas. So, solange dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, kann dein Gegner keine Itemkarten von seiner Hand spielen. Das hört sich ziemlich sick an. Das hört sich unglaublich ekelhaft an. Was hat er denn Schönes? Ibitak. Fliegen ist ziemlich ekelhaft. Allgemein, das Spiel hat sehr viele Münzwürfe. Und man gewinnt,
indem man entweder das aktive Pokémon vom Gegner tötet und er hat nichts auf seiner Bank, also er hat zum Beispiel in dem Fall Schweiboss auf seiner Bank, was er dann anschließend nach vorne schicken könnte, oder indem man alle 6 Preiskarten des Gegners kriegt. Man kriegt halt pro Viech, was man tötet, kriegt man eine Preiskarte. Wenn das ein krasses Viech ist oder sowas, kriegt man teilweise auch mehr. So, ja, wir müssen das spielen, um angreifen zu können. Und er würde uns nächste Runde finishen können, wenn wir das nicht irgendwie verbessern. Das hier ist eine coole Karte, die macht das, ja, könnt ihr euch durchlesen, das Basis-Pokémon, also Basis-Pokémon wäre das logischerweise nicht mehr, sondern halt die Erstentwicklung wäre ein Basis-Pokémon, also das hier. Das hier ist ein Phase 1-Pokémon, oder die erste Entwicklung von dem Basis-Pokémon. Dementsprechend hat das keine Wirkung auf dem. Aber das wäre halt 40 KP zusätzlich und die Angriffe fügen alle 10 Schaden mehr zu. So, dann machen wir mal das hier. Unterstützer kann man nur einen pro Zug spielen. Ist auch noch relevant. Boah, das sieht gar nicht mal so gut gerade aus. Aber cool, dass wir Trombok Turbo direkt bekommen haben, denn wir Trombok sogar in unserem Deck spielen. Das können wir ja gleich mal reinpacken. Was zum Teufel heißt das? Achso. Ja, yeah, okay, das ist die Fähigkeit von meinem aktiven Pokémon. Itemkarten heißt natürlich schon, dass er Unterstützer spielen kann. Also das hier ist ein Ausrüstungsgegenstand zum Beispiel, das hier ist eine Itemkarte und dann gibt es noch Unterstützerkarten. So rum war's. Und ich habe immer noch kein weiteres Pokémon. Das ist unglaublich schlecht. Ich glaube, wir haben verloren, oder? Ja. RIP. Weil wir können zwar jetzt ihn töten, aber wenn wir ihn töten, kommt er rein. Und er macht genügend Damage, um meinen zu töten. Und... Ah, Moment, nein. Nein. Wir können ja die Karte nehmen. Die Plays, Jungs, die Plays. Ja, ach ja, in dem Moment, wo man angreift, ist der Zug vorbei. Das ist unglaublich wichtig. Also hätte ich jetzt zum Beispiel erst angegriffen und dann versucht zu healen, dann wäre mein Zug vorbei. Wieso? Wieso hat er ihn nicht angegriffen? Was da gerade passiert? Hä? Verstehe ich nicht. Achso, er hat Fliegen gemacht und deswegen konnte ich es nicht treffen wahrscheinlich. Gut. Sag mal, habe ich keine Basis-Pokémon in diesem Spiel, welche ich auf die Bank legen kann? Oder was ist das hier für ein Scam? So, jetzt habe ich eins seiner Viecher besiegt. Das heißt, ich kann mir eine Karte nehmen. Wie schon gesagt, gewonnen hat man, wenn er entweder nichts nachziehen könnte oder wenn man eine Preiskarte hat. So, wie ihr seht, ich habe nicht so viele Basis-Pokémon. Das liegt ganz einfach daran, weil... Es ist nicht so, als würde man instant verlieren oder sowas, wenn man am Anfang keins spielen kann. Ganz im Gegenteil, es ist sogar unglaublich praktisch, wenn man nicht so viele hat, weil so lange neu gemischt hat, wird, bis man eins hat und das wird dann nach vorne gelegt. Das heißt, wenn man irgendwie insgesamt nur 4 richtig krasse Basis-Pokémon hat, aus denen man viel machen kann, dann pack auch nur diese 4 Dinge rein, weil der einzige Nachteil, den du hast, dadurch, dass du mehr hast, ist, dass dein Gegner für jedes Mal, wo du neu mischen musstest, eine Karte mehr ziehen darf. Aber das ist egal, weil Unterstützerkarten sind in diesem Spiel unglaublich stark. Allgemein, dieses Spiel ist für ein Kartenspiel unglaublich krank. Also es ist richtig crazy von den Effekten teilweise. Gerade deswegen, weil Itemkarten halt unglaublich, also du kannst endlos viele pro Zug spielen. Was halt heißt, dass du richtig insane Scheiße machen kannst. Also ich habe schon in Zügen, habe ich 30 Karten gezogen. Ist gar kein Problem in dem Spiel. Gar kein Problem. Aber gut. Die Musik ist echt irgendwie gut. Ah ja, man kann von bestimmten Karten, ähnlich wie bei anderen Kartenspielen, nur bestimmt viele Exemplare mitnehmen. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich meine, von Basis-Pokémon darf man irgendwie recht viele haben und
sowas. Pikat ist auch ekelhaft. Und ja. Ach ja, das hier ist auch eine Basiskarte, obwohl es Mewtwo ist. Und es ist eine EX-Karte. EX-Karte heißt, dass, wenn es besiegt wird, kann der Gegner zwei Preiskarten dafür nehmen. Also zwei von denen. Dafür sind sie auch deutlich stärker. Also Basis-Pokémon 170 Leben, 120er Angriff. Ist not bad. Kann man sich nicht drüber beschweren. Allgemein, das war wahrscheinlich gar nicht so geil, was, dass er das gemacht hat. So. Ein Pokémon hat auch immer Rückzugskosten. Rückzugskosten sind, wenn du das Pokémon zurückziehst, dann müsstest du halt diese Anzahl an Energien ablegen, um das zu tun. Zurückziehen hat ziemlich große Vorteile, weil du direkt mit dem Pokémon, was du reinwechselst, deinen Angriff machen könntest. Das müsste ich in diesem Fall nicht mehr machen. Ich habe allgemein meinen einfach gewonnen, weil er halt nur noch 30 HP auf diesem Viech hat und ich das töten kann mit dem. Aber nur zur Demonstration. Ich könnte jetzt zurückziehen, könnte das rausholen und dann könnte ich den Angriff rausholen. Und ja, so funktioniert das Spiel. Ist recht lustig. Ich finde es auch vom Design her echt cool. Ich bin allgemein ein Pokémon-Fan, sage ich jetzt mal. MVP-Boys. Alter, 340 Schaden. Und nullmal haben wir den Münzwurf gewonnen. So muss das, Jungs. So muss das. Oh, nice. So, okay. Was haben wir denn noch so für coole Decks? Ich habe von dem Deck jetzt nicht so viel gesehen. Warte, man kann hier, glaube ich, auch, sobald das hier unten durchgeklickert ist, angucken, was man so drin hat. Ja. Warte mal. Aber das Deck wollen wir mal eben bearbeiten. So. So schreibt man Trombot. Trombot, ja. So. Was kann das? Lege 3 Schadensmarken auf jedes Pokémon deines Gegners. Ah ja, Turbo-Karten gibt es auch noch. Es gibt wahrscheinlich nochmal neue Karten mittlerweile, aber ich habe keine Ahnung, was die machen. Auf jeden Fall, Turbo-Karten kannst du halt während deines Zuges, genauso wie in der Entwicklung, apropos, du kannst nur einmal pro Zug entwickeln. Allgemein, die meisten Sachen kannst du nur einmal pro Zug machen. Außer Item-Karten und Pokémon auf deine Bank schmeißen und sowas. Also Basiskarten und so. Aber du kannst nur einmal pro Zug ein bestimmtes Pokémon entwickeln. Also wenn du mehrere Pokémon aktiv hättest, also ein aktives und 3 auf der Bank, könntest du auch alle 4 entwickeln. Aber du kannst halt das, was aktiv ist, nur einmal entwickeln. Also du kannst nicht direkt in die 3. Evolutionsstufe gehen. Mit Turbo-Karten ist es genauso. Du kannst die einmal pro Zug spielen. Dadurch, die legst du halt einfach auf dieses Pokémon drauf in dem Fall, also in dem Fall auf Trombok. Und dann hast du diese Fähigkeit plus die beiden Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die das Pokémon an sich hat. Was halt ziemlich gut ist. Vor allem, weil du meistens noch einen deutlichen KP-Plus kriegst. Ich meine, wenn man vergleicht, das hier hat nur 110 Leben, das hier hat 160 Leben, schon not bad. Vor allem, wenn es gratis ist quasi, solange wir die Karte auf der Hand haben. Allgemein, im Gegensatz zu den meisten anderen Pokémon-Spielen, würde ich fast schon sagen, ist es so, dass du bei diesem Spiel recht wenig Pokémon spielst, weil die Unterstützerkarten einfach viel zu insane sind. Und mit viel zu insane meine ich, holy shit, Junge, sind manche Sachen behindert. Also du kannst auch im Gegensatz zu vielen anderen Spielen unglaublich disruptive spielen. Also diese Karte zum Beispiel. Jeder Spieler mischt seine Hand zurück in sein Deck, anschließend zieht jeder Spieler eine Karte für jede seiner noch übrigen Preiskarten. Also nicht nur ist es so, dass wenn du deine gesamte Hand in dem Zug ausgespielt hast, dass du einfach 6 Karten for free ziehst, also außer die Tatsache, dass es eine Unterstützerkarte ist, sondern noch dazu kann es sein, dass dein Gegner mit seinen 12 Karten einfach alle los wird, alles, was er geplant hat für seinen nächsten Zug, einfach komplett in die Mülltonne, weg damit, weißt du, raus aus dem Fenster, und stattdessen hat er jetzt 6 neue Karten, die ihm gar nichts mehr bringen. Ist ziemlich gut. Ziemlich super, ziemlich super. Itemkarten sind auch not bad, aber gerade deswegen, weil du halt beliebig viele davon spielen kannst. Aber sie haben meistens halt einfach einen schlechteren Effekt als Unterstützerkarten oder den gleichen Effekt wie Unterstützerkarten, bloß halt als Münzwurf. In dem Fall zum Beispiel. Es gibt auch Karten, wo du halt, also Unterstützerkarten, wo halt einfach ziehe 3 Karten. Und
Dazu gibt es halt Trainerkarten, von wegen, wirf eine Münze. Ziehe bei Kopf, 3 Karten. Ist ziemlich gut, meiner Meinung nach. So. Wir müssen eine Karte loswerden. Energiekarten sind tatsächlich auch nicht so relevant. Du kannst zwar nur Angriffe ausführen, wenn du Energie hast, aber es gibt so viele Möglichkeiten, Energiekarten zu suchen. Allein schon diese Itemkarte. Komplett insane. Komplett insane. Durchsuche dein Deck nach 2 Basis-Energiekarten und nimm sie beide auf die Hand. Huh! Crazy. Junge, Junge. Aber ihr werdet schon sehen. Die Karte ist auch ohne Spaß. Die Karte könnte man sich nicht mal in Hearthstone vorstellen, so insane ist sie. Du kannst diese Karte nur dann spielen, wenn eines deiner Pokémon während des letzten Zuges deines Gegners kampfunfähig wurde. Durchsuche dein Deck nach bis zu 2 Karten und nimm sie auf dein Deck, deine Hand. Du kannst 2 Karten, 2 beliebige Karten aus deinem Deck auf die Hand nehmen. Holy shit, boy, ist das insane. Aber gut, wir müssen irgendeine Karte loswerden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich so Schönes loswerden will. Die Karte ist recht nicht so geil. Also nehmen wir die einfach mal raus. Passt. Gut, dann haben wir dieses Deck erfolgreich bearbeitet. Es gibt auch voll viele coole Münzen und so ein Scheiß. Schnickschnack. Arm ab. Gibt auch coole Hüllen. Allgemein, das Deck ist recht cool. So. Aber wir wollten ein anderes Deck eigentlich testen jetzt, ja? Ich würde sagen, wir machen immer 3 Duelle pro Folge. Das hört sich gut an, ne? Ja, passt. Ihr könnt mir auch sonst Deckideen oder sowas schicken. Ich kann irgendwann mal eine Bonusfolge machen oder sowas, wo ich halt einfach zeige, was für Karten ich habe. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel das Spiel gespielt. Aber, ja. RIP. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich der Schlechteste bin in diesem Spiel. Ich glaube, das Deck, was ich jetzt spiele, ist ziemlich scheiße. Aber letztendlich hat dieses Spiel unglaublich viel mit Glück zu tun. Also wenn du ein gutes, mit einem guten EX-Pokémon startest, gewinnst du einfach das Game. Das ist einfach so. Also allgemein sehr viel auch, wie gut deine Karten sind. Es gibt Karten, die sind so insane. Verhindere alle Schaden. Ah ja, Mega-Entwicklungen gibt es auch noch. Das sind auch Entwicklungen, die, wenn du sie spielst, den Zug instant bannen. Dafür haben die aber auch irgendwelche komplett behinderten Angriffe, die meistens sogar ziemlich scheiße sind. Ich bin nicht so der Fan von Mega-Entwicklung. Ah ja, und was ich bei diesem Spiel unglaublich cool finde, ist, die Karten sehen so gut aus. Ich meine, guck dir dieses Dragoran EX an. Ein Meisterwerk. Wunderschön. Dragoran ist allgemein eins meiner Lieblings-Pokémon. Auch eine verdammt nützliche Fähigkeit. So, was hat er Schönes? Fleißiges. Wenn das Pokémon. Okay. Das ist interessant. Ja, ich kann diese Runde so oder so noch nicht angreifen. Pack mal Zygarde auf die Bank. Es gibt auch Effekte, die mehr Schaden machen, je mehr Pokémon du auf der Bank hast und sowas. Also du solltest nicht einfach wahllos alle möglichen Sachen auf irgendwo hinschmeißen oder sowas. Es gibt allgemein so viele verschiedene Sachen, die das Spiel beeinflussen können. Das wird sich nicht so sehr lohnen. Ich kann ja das schon mal anlegen. Das dünnt mein Deck ein bisschen aus, wenn ich das jetzt schon spiele, glaube ich. Das ist komplett irrelevant, was da angezeigt wird. Das ist letztendlich... Der erste Effekt ist einfach komplett nutzlos irgendwie. Das ist nur so for fun. That's not bad. Was wollen wir denn Cooles haben? Das ist, glaube ich, ganz gut. Ah ja, Stadionkarten gibt es auch noch. Die haben halt einen Effekt, den beide Spieler nutzen können gleichermaßen.
war doch schon mal gar kein schlechter Zug, würde ich behaupten. Früher war es so, also als ich das Spiel angefangen habe, war es noch so, dass die Karten nicht an sich so glitzerten, sondern dass je nachdem, wo du deinen Mauszeiger auf dem Bildschirm hin und her bewegt hast, die Karten dann an der Stelle angefangen haben zu glitzern. Das war auch cool. Er hat mir langsam echt viele Energiekarten da dran, das gefällt mir nicht. Okay. Ja, das ist cool. Die Fähigkeit, also Reiskau. Das ist auch ziemlich disruptive. Cyclen wir mal weiter durch unser Deck durch. Wollen wir irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollen einfach ihm eine seiner Energiekarten klauen. Oder auch nicht. Jetzt legt er wahrscheinlich so eine doppelweiße, also so eine weiße Doppelenergie an und dann kann er schon angreifen. Die Karte zählt auch definitiv zu den übertrieben insanen Karten. 7 Karten ziehen, letztendlich. Is not bad. Is not bad. Not bad indeed. So, wie machen wir denn weiter? Wollen wir überhaupt auf die 130 Damage kommen? Wahrscheinlich. Was hat er denn? Der Angriff allein schon. 60 Damage, du kannst so viele Karten ziehen, bis du 6 Karten auf der Hand hast. Also Karten ziehen ist in diesem Spiel... Hui! Nice. Weiß nicht, wir haben zwar coole Karten auf der Hand, aber mit denen können wir irgendwie allen nicht so viel anfangen. Ich würde fast schon sagen, es ist an der Zeit, ein bisschen disruptive zu sein. Let's go. Vor allem, wir können ja immer noch die Stadionkarte ansetzen, wenn ich... Ja. Karten ziehen ist insane. Ich sag's euch. Allgemein, das Wichtigste bei dem Spiel ist es immer schön zu cyclen. Kopf. Verdammt! Ja. Jetzt kann er cool angreifen. Cool. Die Animation. Doom. Aber die Karte ist echt insane irgendwie. Weil du halt die gesamte Energie quasi weitergibst. So, das würde 100 Schaden machen. Das reicht leider nicht aus, um ihn zu besiegen. Das gefällt mir nicht. Wir gucken mal, ob wir irgendwas Cooleres noch finden. Na also. Mit dieser Karte... Wieso kann ich den nicht an ihn rannehmen? Ist das ein Bug? Ist doch ein Bug. Wieso sollte ich diese Karte nicht an ihn ranlegen können? Haha. Das verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt. Also das verstehe ich echt nicht. Eigentlich sollte ich die Karte spielen können. Anscheinend haben sie es so verändert, dass du Spezialenergie nicht mehr in dem Zug spielen kannst, indem du eine Unterstützerkarte gespielt hast. Aber da steht er auch nicht bei. Ich fühle mich halt schon ein bisschen verarscht gerade. Ja, die Sache ist, wir könnten ihm halt jetzt, weil er halt diese Resistenz hat, nur 100 Schaden machen. Und das heißt, dass wir ihn nicht töten würden, aber er mich töten kann. Das heißt, wir legen die Energie schon mal an das nächste Pokémon, was wir hier reinholen wollen, rein. Ran, meine ich. Und das ist das. Und dann machen wir Reisklaue. Einfach aus dem Grund, weil wir dadurch die Chance haben, ihm eine Energie zu klauen. Genau. Und dann kann er seinen Angriff nicht durchführen.
Oder auch doch, weil er noch eine hat. Verdammt. Jetzt darf er zwei Karten ziehen, das ist natürlich krass. Dann machen wir das. Der kann 50 Schaden an ihm momentan machen. Das ist nicht ausreichend. Wieso kann ich diese Karte nicht spielen? Verstehe ich nicht. Ach so, wegen Würsalzrad. Ah. Oh. Na gut. Also Lucario kann ihn leider nicht töten. Ich glaube, das Game verlieren wir. Oh, die Runde geht auch schon eine Weile. Ich glaube, wir machen doch nach doch so zwei Dingens pro Episode oder sowas. Ansonsten wird das einfach zu lange. Wie viel sind das jetzt? 10 Minuten? Wahrscheinlich. Je nachdem, wo man angefangen hat. Ich habe natürlich immer noch ein Problem. Und zwar zum einen, wenn ich das Viech töte, kann er seine Sachen an sein nächstes Pokémon ranlegen, was direkt meins one-hitten würde. Ich glaube, das haben wir verloren, die Runde. Komm, wir geben mal auf. Ich glaube nicht, dass ich da noch was holen kann. Aber er hatte auch recht viel Luck. Also ich habe mit meinem Deck halt nicht so wirklich die Münzwürfe gewonnen. Hätte ich häufiger seine Energiekarten entfernt, dann wäre das Ganze anders. Ich meine, ich habe wie häufig angegriffen? Dreimal oder sowas und dreimal nicht Kopf bekommen. Aber na gut, es sind 50-50, machst du nichts. Das zum Beispiel ist ein Fall. Ich habe kein Basis-Pokémon, das heißt, es wird einfach neu gemischt, bis ich eins habe. Da habe ich eins. Das ist zum Beispiel so ein Angriff, der mehr Schaden macht, mehr Pokémon eher auf der Bank hat. Diese Karte ist unglaublich stark. Diese Karte ist auch ziemlich gut. Also unglaublich gut. Kann ich bitte wieder aus dieser Sicht raus? Danke. Okay. Sein Move ist natürlich not bad. Er braucht auf jeden Fall noch eine Runde, um das auszurüsten. Also um coole Sachen zu machen. Damit warten wir mal noch. Entei kann natürlich nichts machen gegen ihn. Also ich muss davon ausgehen, dass ich einfach versuche, ein anderes Pokémon zu holen. Ich meine, der Sinn von dem Deck war es, diese Entwicklungsreihe, oder ist es diese Entwicklungsreihe hinzukriegen, weil ich meine, das letzte Viech davon hat einen richtig miesen Move. Und wegen, du machst mehr Schaden, je mehr Feuerenergien an deine Pokémon angelegt sind. Full Art. Secret Rare. Oder sowas.
Ey, mein Angriff macht 40 Schaden. Aber das ist nicht gut genug. Wir müssen Karten, also wir müssen weiter Karten ziehen. Wir brauchen Basis-Pokémon. Das sind keine Basis-Pokémon. So langsam könnten wir echte Probleme kriegen. Hey, wir können 40 Schaden machen. Oh ja, es gibt auch Karten, die die Preiskarten aufdecken. Das ist cool. Ja. Karte. Was halt riskant an meiner Taktik ist, ist, nachdem man ein Basis-Pokémon gezogen hat, werden die obersten 6 Karten von einem Deck als Preiskarten hingelegt. Das heißt, wenn ich Pech habe, sind alle wichtigen Karten von mir Preiskarten. Ich war gerade einen Schadenspunkt davon entfernt, mich umzubringen. Das ist beängstigend. Jetzt mal gucken, was wir so da drin haben. Okay, wir können die Phoenixes-Reihe bilden, oder? Ja, können wir, weil wir Routine haben. Die Logok-Reihe können wir auch bilden. Ramoff und sowas interessieren uns nicht. Dann nehmen wir Flamly, weil das Flamly hat einen coolen Effekt. Oh, ich hätte auch dafür gehen können. Oh, das wäre sogar ziemlich gut gewesen. Ups, mein Fehler. Das ist so eine Checkmate-Karte quasi. Weil Fähigkeit, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Angriffe von Basis-Pokémon deines Gegners zugefügt wird. Bislang sind alle seine Pokémon Basis-Pokémon. Also, das wäre ziemlich insane gewesen. Aber gut. Wir können ja nicht immer intelligent agieren, ansonsten wäre das ja unfair, ne? Oder so. Verdammt, ups. So, wir können ihn damagen, aber das bringt uns gar nichts. Also wir machen 60 Schaden, was auch immer. Da will ich lieber meinen Flamly schon mal ausrüsten. Falls ich die anderen Karten davon krieg. Allgemein, mein Deck cyclen ist immer nicht schlecht. Haben wir irgendwas Wichtiges verloren? Nicht wirklich. Also wir können die Routine-Entwicklungsreihe nicht mehr bauen. Das heißt, wir müssen auf Flamly oder Pyroleo zurückgreifen. Also ich habe auch noch Karten, die mir halt Karten vom Ablagestapel wieder zurück ins Deck shuffeln. Wie zum Beispiel Superangler. Angler. Aber halt auch für andere Sachen. So, er will mich umbringen. Wie viel braucht er denn? Ist das für beide? Oh mein Gott, das Viech ist richtig hässlich. Er macht 20 Schaden plus 20 für jede Energie, die vom Typ Finsternis ist, im Spiel. Das heißt, er macht 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 Schaden. Puh. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich brauche auf jeden Fall Laufheo. Ansonsten bin ich ziemlich... Okay, ich habe Laufheo. Okay, dann habe ich noch eine Chance. Dann habe ich noch eine Chance. Machen wir mal das. Das Flamly hat übrigens den Effekt, dass es zweimal pro Zug angreifen kann. Das ist cool. Das ist halt diese ist hier oben. Das ist ein Bonus-Effekt, den die Karten haben. Ist halt ziemlich gut. Allgemein ist das Cycle Flamly auf Doom. Triple Logok und Phoenixes. Ja. Psy-Sturm.
Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der an allen Pokémon im Spiel angelegten Energie zu. Das ist auch ziemlich insane. Aber ich glaube, also bislang siehst du noch ziemlich gut für uns aus. Tatsächlich kann er nichts ziehen in dem Moment, wo wir das hier machen. Er kann nichts tun für die nächsten paar Runden. Überhaupt nichts. Was schon mal nicht schlecht ist, sage ich so. Also müssen wir auch gar nicht hetzen. Wir können mit ihm so oder so diese Runde nicht angreifen. Wir können nur zwei Energien an ihn ranlegen. Also chillen wir ab. Hat er irgendwelche Fähigkeiten, die irgendwas machen können? Welche kann nichts machen? Der hier kann nichts machen. Der hier kann gar nichts machen. Der hier kann auch nichts machen. Der hier könnte was machen. Darkrai GX könnte mich besiegen. Weil der Schaden dieser Attacke wird durch Resistenz nicht verändert. Und das zählt als Resistenz, glaube ich, dass ich das ja. Also die Fähigkeit zählt als Resistenz. Leider. Das ist irgendwie scheiße. Ich kann immer noch nichts machen. Nur gut. Irp. Er sucht und sucht und sucht. Mal gucken, ob er was hat, um mit Pyroleo umzugehen. Die Chance ist durchaus gegeben, dass er nichts hat. Ist sogar gar nicht so unwahrscheinlich. Und ich meine, ich mag es zu gewinnen, insofern. Solange er mir nicht beweist, dass er Karten hat, die nicht Basis-Pokémon sind, werde ich hier von gar nichts... Ah, er hat's verstanden. Ich kann angreifen, also. Oh, warte, das ist eine Unterstützerkarte. Ich kann gar nicht angreifen. Rip. Well, wieso kann ich so wenig machen? Das ist echt nicht cool. Was sind das eigentlich für Energien? Das ist eine Doppeldrachen-Energie. Weil wir gewinnen das, Jungs. Wir gewinnen das. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Wir gewinnen dieses Spiel. Und zwar ab jetzt auf Dauer. Wir werden nur mit Pyrolo spielen, weil sobald wir irgendeine andere Scheiße spielen, wird er irgendeinen anderen Mist machen. Und deswegen chillen wir jetzt einfach, tauschen den da rein und greifen ihn ein bisschen an. Ernsthaft? Oh mein Gott, ist der Typ eine Pussy. Aber gut, ist hier kein Problem, wir können ja wieder zurückwechseln, ne? Wir hatten nur noch 11 Karten, es gibt auch sowas wie Decktod. In dem Moment, wo du keine Karten mehr in deinem Deck hast, kannst du nichts machen. So. Hoffen wir mal, dass er tauscht. Dann tut das halt nicht. Oh mein Gott, wegen seiner Fähigkeit kann ich natürlich nicht mehr coole Dinge machen. Viele coole. Da hat er aufgegeben. Er hat's eingesehen. Dass es zu lange dauert. Erfolgreich dadurch gewonnen, dass der Gegner nichts getan hat. Beziehungsweise eingesehen hat, dass es keinen Sinn ergibt, für ihn dieses Match zu spielen. Oh. Wunderschön. Ja, Pyroleo ist eine coole Karte. Okay, die Box öffnen wir noch und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Geht wahrscheinlich auch schon viel zu lang.
Aber das ist halt eine Möglichkeit, wie man halt gegen diese OP-Karten gewinnt. Indem man selber Karten spielt, die halt Effekte haben, die gegen Basis-Pokémon sind, zum Beispiel. Es gibt mehrere von den Dingern. Es gibt auch noch Okara oder sowas. Fünf Poké, Junge, das ist der Shit. So. Das ist tatsächlich gar nicht mal so bad. Also es ist schon ziemlich bad, weil es leider Vipitis ist und Vipitis ist ein Pokémon, was sich nicht entwickelt. Wäre das eine erste Entwicklung von irgendwas Vernünftigen, dann wäre das ziemlich gut. So cool. Lul. Na gut. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.